Gestern wurde sich ja eigentlich den gesamten Tag erholt, aber irgendwie auch nicht. Also man hat den Versuch gestartet, aber der Körper, dem hat das nicht gereicht. Ich liege hier mit dem Mann, der immer noch das Band um hat. Nee, andersrum. Nee. Es ist irgendwie im Rewe. Eieiei, das war ja wirklich nicht mehr schön. Ich sehe aus. Ausgekackt. Du, also ich sag dir, wie es ist. Ich sehe aus wie eingecremt. Ich fühle mich wie frisch ausgeschissen. Also richtig so, kennst du das, wenn das so brennt beim Scheißen? Das habe ich gerade erlebt. Ne. Es ist wirklich. Na, aber so wie sich das anfühlt, so fühle ich mich ja komplett. Also dieses Brennen im Arsch, das ist mein Gesamtzustand. Ich bin ein menschliches Plumpsklo. Selbstzerstörung. Ich habe schon Bock, der Superfahrer bringt einen Kasten mit, aber ich weiß nicht. Wie bitte? Ja. Wisst ja jetzt, wie es aussieht. Ich habe die Parodie jetzt parodiert und fühle mich dabei jetzt einfach noch besser als vorher. Dass du schon wieder Wodka eh trinkst im Bett. Sorry, Bro. Oh, ach. Na, ich. Und auch ich. Also, die waren jetzt wirklich im Rewe einkaufen. Ich dachte, die holen Frühstück, aber das mit Frühstück schon wieder im Kasten gemeint ist. Ich habe dir Frühstück mitgebracht. Mehr oder weniger. Alter, Junge! Schimpansenknacker, danke dir, Alter. Oh ja, Alter. Alter. Haben wir auch nach einem Franzbrötchen oder sowas geguckt, aber es gab es leider nicht. Das Abacus ruft. Ich. Ich hab mir. Ja. Na dann, da macht die sich ja Pommes im Airfryer, da hat jetzt eine Leberkäse an mir gefressen. Na, hast du ein Problem damit, Mann? Ich bin ein Problem. Ich muss mich mästen. Du kannst das doch nicht alleine dokumentieren. Wenn ihr wisst, wie das doppelt auch noch aussieht, Junge. Ich schnapp mir nachher einen Ja. Superfahrer und dann mache ich euch das auch nochmal. Wir haben den Mann erhellt. Der Superfahrer muss nicht mal die Kamera anschmeißen, es fehlt ja einfach nur das Blitzlicht. Alter, es wurde immer heller. Nee, aber der hat mir von uns erzählt, dass er sein eigenes Gesicht heute früh nicht erkannt hat im Jetzt haben wir ihn Spiegel. besiegt, jetzt bin ich zufrieden. räumt hier auf, Das ist schon wieder leer. Das ist. Alter, was? Das ist meine alte Flasche gewesen noch. Und die neue, die habe ich auch schon weggeräumt. Du bist ein sehr fleißiges Lieschen. Vielen Dank. Das macht mir Angst. Das Problem ist, wir haben das gestern gekillt. Wir waren alle dabei. Ja, ich. Alter, das ist bestimmt der Fettwanz. Yoshi. Da hat er jetzt so alles so geschissen und das Klo einfach nicht. Also, es war alles noch voll Scheiße, also mit Scheiße voll gespritzt. Und es ist Bruder, ich bin wieder zurück. Du musst einfach mal eine Klobürste benutzen, du mieses, dreckiges Junge. Der Mann war duschen, das gefällt mir gar nicht. Bitte näher. Ich habe gerade einen Wagyu-Döner verspiesen. Wie war er? Ausgezeichnet, fast so wie dein Löller. Aber für den Fall, dass ich jetzt wirklich schlecht bin, brauche ich auf jeden Fall eine Brühe. Also. Mensch, das gibt's doch nicht, Mann! Ich mach schon. Scheiß Bier, wenn es hier gleich geöffnet wird und Hans. Das hier komplett durch. Ach, sehr schön. So. Vielen Dank. So. Es gibt Leute, die machen alles schmutzig, so wie wir. Und es gibt Leute, die machen alles sauber, so wie wir. Das ist gut so. Weil anders würde die Gesellschaft nicht funktionieren. Also an dieser Stelle auch Shoutout an Patrick Singh. Sieht aber eigentlich. Patrick Singh ist kein Wertschaffender. Er ist ein Nutznießer der Gesellschaft. Ein unnützer Esser. Es ist ein Schuldner. Ruhe in Frieden, Peter Zwegert. Das ist einfach nur. Oh. Alter, du hast gleichzeitig geöffnet und gefurzt. Ich habe nur geöffnet. Oder wir holen für die Seele. Jo, 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 jo. Na, wie fühlt sich das an? Also, das zu sehen fühlt sich gut an.
Da gehört es hier einfach nicht zurück, dann werde ich das einfach tun. Ich trinke das nur wegen den isotonischen Stoffen. Er hat es ja schon geöffnet. Das ist schon lecker, also. Ja, das ist schon schmackhaft. Also empfehlen würde ich dir das jetzt wirklich mal wärmstens. Kohlensäure. Ja. Nee, wirklich, kann jetzt. Also, ich trinke es ja gar nicht. Ich habe gerade eben ja schon probiert. Dann lass es nicht an. Das ist übrigens ein Augustinerbräu München, aus der ältesten Brauerei Münchens, in München. Ist das aus dem Mund? Man mundet es einfach wirklich nicht. Nee. Kohlensäure-Sig-Sip. Mensch. Sag mal, wie viele Leute sind wir denn? Das du musst dich verfickt nochmal saufen, Alter. Das hier ist kein Schlafzimmer, Alter. Das sieht nur so aus wie ein Bett. Kannst du jetzt sagen, dass das Gesundheit. Warum ist denn das so hell? Wir werden zusammenarbeiten. Du kannst ja nicht sagen, dass du aus gesundheitlichen Gründen. Das kannst du uns jetzt hier nie erzählen. Wir müssen dich erstmal. Dafür versuchen. Ist dein Bart viel zu sauber geschnitten. Wir müssen dich erstmal. Das ist Taschenlampe. Alter, du sagst ja gar nichts. So, ich hoffe, dass es dir bald besser geht und ich will jetzt nur dein Mund. Oh, das ist der hellste Augenblick des Lebens, Alter, ohne Scheiß. Es ist so hell. Erklär mir doch mal die Frisur. Du sollst ja nichts. Erklär mir dich lieber mal diesbezüglich. Nee, da müssen wir die Frisur mal erklären. Die Frisur? Ja, irgendwie sieht die geil aus. Das ist ein Dachs. Der Heimratseckerig. Halt dein Maul, ich habe die ganzen Haare abgeschnitten, weil ich welche habe. Ich sehe es. Guck mich mal an und guck dich mal an. Das stimmt da gar nicht. Seht ihr das? Ja, deswegen verdeckerig und so. Ne? Ach Quatsch, der Leute Also mit dir reicht es mir jetzt aber auch schon lange. Du machst ja nur sauber und sagst gar nichts. Ich muss sauber machen, Vater. Oh, Scheiße, es ist mir scheißegal. Da geht's halt nicht nass. Ich werde das hier nicht passieren lassen. Vielen Dank. Irgendwann ist einfach Feierabend. Was ist mit dir? Ja, ich geh duschen. Du sagst ja gar nichts. Und auch ruhig. Ja, das war ja gar nichts. Heute, was? Der Stoßrixen. Das. Du bist auch noch hier, um Bier zu erwärmen. Ich will es warm haben, weil ich wegen meinem Hals auf die Gesundheit achten will. Das geht mir genauso, aber irgendwann ist es mal wieder gut mit dir. Und gestern habe ich ganz auch nichts gesoffen. Jetzt geht's wieder los. Ja, mit Ende 40 braucht man mal einen Tag Ruhe. Ich möchte nicht über mein Alter sprechen. Ich bin alt. Ich bin verdammt alt. Wir gehen nicht weg. Man säuft schon wieder, das macht mich sehr stolz. Ich sehe mal nichts. Wir gehen von dort nicht direkt an den Wiesen, oder? Ja, ich. Ich hätte es ja gern gefilmt, aber ich war zu alt. Ich dachte, wenn wir nicht glauben, dass der Schnarch dann mal macht. Du schnarchst. Ich schnarche. Wo ist dein Bier? Das hole ich gerade. Alter, wieso läufst du ohne Bier rum? Wenn einfach hier im Flur. Stimmt, dann habe ich es nicht zu weit. Das ist wie mit den Kindern, man lässt sie irgendwo stehen und hofft, dass sie nicht mehr da sind. Ich bin zum Glück zeugnisunfähig. Alter, du hast es oft gemacht und nichts davon gesoffen. Das ist das Dritte. Das ist es nicht. Ist es wirklich das Dritte? Nein. Also man muss Menschen ausgrenzen, die schnarchen. Man muss ausgrenzen, die nicht saufen, Alter. Wann geht's um ein Steakhouse? Wo ist dein verdammtes Bier? Naja, geh mir aus den Augen und eine Flasche, du Flasche. Alter. Alter. Wie viele Paar sind jetzt schon zu erwerben haben? Zwei Stück oder so? Wie bitte? Du willst Socken erwerben? Nee, ich distanziere mich von dem Müll. Da ist er ja der Zuhälter. Ey, Zuhälter, die schlagen ihre Frauen. Deswegen habe ich dich ja so genannt. Und ich würge sie ja nur. Ach so, das ist natürlich sehr ehrenwert. Statement zu dieser Thematik? Den Jürgen würgen. Jawohl, den Jürgen würgen. Statement zu dieser Thematik? Ja. Alles wunderschön. Wie man sieht, hältst du dich nur durch häusliche Gewalt fit. Würgen ist keine Gewalt. Das. Nichts ist Gewalt, solange es gewünscht ist. Es geht nur ums Geschäft. In der Tat. Jetzt geht's in Sabakus. Das erste Mal auf Nacken der Story hier speisen. Hier speisen und lass uns einweisen. Junge, das ist wichtig. Fleisch. Ey, muss ich nur eine Story machen oder gibst du aus? Ich gebe diesen Mann aus. Ich habe keinen Bock, eine scheiß Story zu machen. Nee, du hast doch. Hast du überhaupt Friedschli? Ich bezahl bar. Wir sind jetzt mal wieder im Abakus und speisen Fnacken und Honig. Honig fließt ins Maul des Affen, denn ich werd's mit ihm oral machen. Hast du den Anfang mitgefilmt, wo ich gerade irgendwas erwähnt habe? Honig fließt ins Maul. Mega. Okay. Ich weiß sowieso nicht, was das bedeutet. Oral machen.
Warum säuft denn hier niemand? Weil ich bin 3,5 Bier und wir haben es 14, 13, das ist legitim. Ja, 13, 14 würde ich jetzt in deinem Alter eher meiden. Das ist ein Macher, Alter. Das ist richtig. Eieiei, eine Dauer zu folgen. Vorspeise im Maul des Schimpansen. Oh ja. Black Tiger, bitte näher. Noch näher. Habt ihr noch ein bisschen Honig? Alter Junge. Das Weckenvieh ist der Vater der Nation. International. Ich liebe ihn. Ja. Mit Cola und Tee anzustoßen. Ja, absolut ehrenlos. Wir müssen vernichtet werden. Oh Gott. Der ist aber sehr leise rausgekrochen. Mario, was war denn mit dir schon wieder? Hast du schon wieder nachgelegt auf dem Klo? Ich hab meinen miesen Pimmel abgewolken. Fleisch. Noch mehr Fleisch. 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 Ich sehe keine Frauen. Fleisch. Weil du noch nie einen Schimpansen verführt hast. Ich sehe einen gewissen Mann in den DMs bei dir. Komm, du hältst das Maul, wenn du die Nacht nochmal schnarchst, bring ich dich um. Oliver Fleischenbach, Liebe geht raus. Ja. Der Mann muss wachsen und gedeihen. Ja, zum Glück ist es noch eins. Du bist ein Zauber, Harry. In einem weißen Hogwarts. Was meint der Mann damit? Hallo, Harry. Ja, aber das wird heiß. Im Mann schmecken die Gummibärchen leider einfach gar nicht. Schüttet mir die ganze Packung auf die Hand. Ja, so miese, dreckig. So, an der Stelle jetzt, ich weiß genau, Kieskauer guckt wahrscheinlich zu. Philipp Gett, nee, nicht Philipp, Cold Driven guckt auf jeden Fall auch zu. Schickt das mal in die Gruppe rein, Herr Exe. Noch einmal jetzt aus Loyalität, weil wir dich lieb haben. Wir haben das jetzt gekauft, um nochmal zu zeigen, wie sehr wir das lieben. Ach Quatsch, nicht so viel Scheiße, Alter. Ich habe mir einen Energy geholt, der auch wirklich gut schmeckt und mich nicht komplett impotent macht. Ich muss das jetzt einfach mal so sagen, weil es wird ja gar nichts geschickt. Das ist ja leider wahr. Alter, bin ich hier sehend? Ja, Alter. Tobogan erzählen, in Wien gibt es ja auch so einen. Du sollst das nutzen, das Ding. Da habe ich Bock drauf. Kann ich dich einölen? Tu es doch. Nee, in Wien gibt's auch so einen und besteht auch aus Holz, die Rutsche. Alter. Grüße. Und vor Jahren wurde einer aufgespießt. Den echten Bedarz, Tobogan, nö. Ach so. Ja, bitte. Wir sind wieder auf der Wiesn und das Oktoberfest ist heute endlich mal mit gutem Wetter ausgestattet. Aber viel zu warm angezogen jetzt. Das. Jetzt geht's erstmal wild. Das ist natürlich wieder mal das Heftigste, was ich mir traue. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bereue es jetzt schon wieder. Haha, jetzt schon. Das ist ein bisschen viel, Brudi. Oh, ist das hoch. Spät. Das ist einfach so hoch. Oh nein. Ich kann immer noch nicht fahren. Boah, Alter. Mein Magen. Oh, das drückt mir so den Bauch. Nein, oh, nein. Warum tun wir das uns an? Nein, weil wir bescheuert sind. Alter, wenn das abreißt. Oh, wir sind so mus. Alter, ich hasse es. Nein. Und oh, meine Mutter. Und noch einer. Wo ist er? Alter, was seid ihr? Wisst ihr das für schnell? Wow, mein Bauch. Oh, nee. Ja. Alter, und noch eins. Alter, oh. Also fotografieren ist verboten, aber ich mache ja nur ein Video, dann geht das schon. Schimpansen-Maivis. Der hat sich einfach nur zum Primaten gesoffen. Das könnten wir sein, aber wir saufen ja gar nichts. Weil wir ja ständig aufs Klo müssen. Die ersten Grüße gehen raus an Frederik Sipp. Obwohl er eigentlich gar nicht mehr sonderlich schweinisch ist. Der Mann ist leider völlig ausgehungert. Aber trotzdem, Alter, das Schwein, da dreht er sich. Eingerig Sipp. Es ist zwar wunderschönes Wetter, aber jetzt ist es hier massivst überfüllt im Biergarten. Wir brauchen dringend einen Augustiner. Dringend. Inhalieren. Entschuldigen Sie, ja. Ich brauche jetzt einen Augustiner. Hier. Nee. Junge, die Krüge. Alter, die Krüge werden befüllt. Das habe ich noch gar nicht gesehen heute.
Alter. Die Krüge. Die Krüge. Die Krüge. Jeder Einzelne hier säuft absolut nicht. Die Krüge. Die Teller und Feinstes. Ja, und die Krüge! Hoch den Krug! Ihr Mann! Männer! Oh doch, du dreckiges, mieses Schwein! Ihr Mann! Sehr gern braten! Und noch ein! Die Masse! Du sagst ja gar nichts! Ja, die Krüge! Nicht, dass der Schänder durch mein Auge geleakt wird. Ja, du selbst schon wieder nichts. Trinke wirklich mit dir gern bei diesem Fest ein Bier. Mei. Der Rest-Day-Vlog ist das traurigste, was ich je hochgeladen habe. Aber ich werde ihn nicht... Ach, der ist schon veröffentlicht. Oh, den muss ich bei Instagram teilen. Dieser Drecks-Content. Aber Oktoberfest-Vlog, 3000 Aufrufe. Nur dafür bin ich zu hierher gereist. So, pass auf. Rest-Day-Vlog, das ist das Thumbnail. Das ist das Thumbnail von dem Wrestling. Ich kann nur meine Augen anbieten. Ich weiß noch damals, ich war 8, als das Attentat auf Kennedy stattfand. Es war ein ganz schöner Trubel, muss ich sagen, weil da gab es auch noch kein Bier. Die Schirme werden ausgepackt, zensieren massivst. Es ist mir mal wieder raus. Zwischenfall. Mann, die verbotene Scheiße rutscht einfach immer wieder raus. Das ist so schlimm. Ich habe übrigens eine Regenschirmfirma gegründet. Alter, lol. Ich habe die gesponsert heute. Bist du farbenblind? Nein, weiß bin ich. Ein Prosit der Gemütlichkeit. So. Ich hasse mein Leben und ich trinke das Bier. So geht's uns allen vier. Hey, ich quäle mich so unfassbar durch diesen Krug, aber ich schaff's jetzt auch. Danke, dass du mir hilfst. Ich will ein bisschen sagen. Statement? Ich finde es schön, dass der Wahnsinn, der von mir ausgeht, um sich greift. Oh, nee! Nur nochmal zur Information. Wir sind vielleicht alle meinetwegen schwach und auf Halbmast oder wie auch immer man das nennt. Wir sind aber da und wir trinken und... Es ist 17:31. Ist das richtig so? Nein, Junge. Ja. Der Götz? Ist nicht. Achso, ich hab vergessen. Der Götz, das der ist gebrochen. Darum geht es ja. Der konnte nicht mehr mitkommen. Der ist einfach. Es tot. War der letzte Mann, wo ich gedacht habe, dass er brechen raus. Wird. Wir haben den Mann gebrochen. Ja. Und dabei war der am Freitag nicht mal mit in der Nachtgalerie, weil er lieber sein räudiges Erbgut verschleudert hat. An dieser Stelle möchte ich noch mein Mitleid aussprechen für ihn. Und hoffentlich geht's ihm besser und er wird sich tot besaufen heute Abend noch. Ja, wo ist die Kamera? Ach, da unten. Entweder ja. Man geht aufs Fest und lebt den Scheiß oder man lässt. Das ist eine Ansage. Stehst du? Ich hab's verstanden. Entweder man kotzt oder man stirbt. War das? Die Bararia muss weg. Nee, ich meine... Weißer Wein. Genau, den gibt's jetzt. Ich will Wein. 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 Ich. Die Socken sind gleichzeitig die Krüge. Junge, der Uhl. Und hier gibt's noch mehr Aal. Der Meer Aal. Konger Konger. Merlangius
Melangus. Am geilsten finde ich den Meer. Aber der Seeteufel, der sieht doch sehr eng aus. Wie jede zweite Frau. Also ich habe hier noch keine davon gesehen. Die sehen alle aus, als wäre da unten einfach so ein Truthahn-Hals. Wer weiß doch? Wir haben hier gerade Bier gefunden und sind einfach gesoffen. Es schmeckt nach Banane. Es ist kostenlos! Es ist kostenlos! Yeah! Danke an wen auch immer! Danke, Merkel! Jo! Können wir ein Foto machen? Henry! Ja, das ja, na, selbstverständlich! Junge, Junge, ich bin Braumeister! Ich bin Braumeister! Guter Mann! Jo! Können Sie bitte irgendwas erzählen? Der Darm muss entfernt werden. Der stimmt, wer weißt du das? Ja, das ist ja. Wir müssen hier raus! Ja, jetzt! Raus! Ist ja gar nicht durch! Alter, noch mehr Freibier! Noch mehr Freibier! Noch mehr Freibier! Ja! Jawohl, Kästchen 1! Alter! Das schmeckt so gut! Hast du Pisse geschmeckt? Nee! Dann ist okay! Hey. Ja, ihr habt eine Gemeinsamkeit. Ihr sauft nichts. Das. Null. Wer ist immer im Junge, Alter. Derjenige ist einfach verunglückt während der Fahrt. Ach du meine Güte. Ja, ich. So, das ist ja ganz einfach. Junge, ich dachte, das ist ein bisschen anspruchsvoller. Aber, hey. Ihr seht zu jung aus, sorry. Na, ist ja wirklich so, Alter. Wenn die wüssten, wer ich bin, dann hätten die das nie gefragt. Was hast du gerade gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Weißt du eigentlich, wer hier gerade nie mit dabei ist? Ja, nee. Jawohl! Ja, nein! Kann ich da auch rein? Oh ja, geil! Oh nee, ich bin völlig nass, ich bin da ganz hinten! Oh, ich hasse euch! Ich bin ganz hinten! Ihr Ehrenlosen! Das klingt irgendwie nie nach guter Mitarbeit! Alter! Oh ne, jetzt knallt's richtig rein. Ich stecke hier gar nichts weg. Das ist mir völlig buggy. Und wenn wir dabei draufgehen. Dein Schwert steht in meinem Rücken. Null. Junge, null. Und ein. Wir fahren jetzt schon wieder mit der Achterbahn und ich erwarte die danach, weil dann werden das denen endlich mal Männer. Wir haben uns übrigens gestern die Doku angeschaut, wie die aufgebaut wird. Das ist ja krass, die war ja letztens noch in Wien. Nee, die gibt es in Wien auch. Ja, nein, das ist dieselbe. Ja, wir haben uns die Doku darüber angeschaut. Das ist genau dieselbe, die bauen die ab und ja. Die ist so lange, das Oktoberfest ist hier. Aha. Das ist so krass. Ich dachte, die wurde einfach nachgebaut. Nee, das ist dasselbe Ding. Das ist ja übelst krass, also ist empfehlenswert. Ich glaube, das hieß Kontrovers, hieß diese Sendung. Kann man bei YouTube schauen, da ist jemand auch ums Leben gekommen dabei irgendwie. Richtig krank und jetzt fahren die damit wieder. Die Mitarbeiter waren so ehrenwert, diese ganzen Bauarbeiter auf der Baustelle hatten nichts an und teilweise richtige Bierbäuche. War so schön zu sehen, war mal, dass der Superfahrer null. Hubert Aiwanger! Ich gehe jetzt rein als Junge. Mal gucken, wie ich rauskomme. Konzentrier dich selber wieder! Alter, der Mensch! Die aber geil! Die perfekte Sensation. Ich bin rausgekommen als Mann. Ich bin rausgekommen als Mann. Enrico, das Festzelt ruft. Ich hole jetzt eine Flasche Wein. Und dann lassen wir es uns schmecken. Das! Jetzt fängt es an zu regnen wie Sau. Wir müssen dringend in das Zelt. Dringend! Hast du das gekauft? Leider ja.
Das ist ganz peinlich. Ja. Warum gibst du Geld aus? Hier steht überall kostenlos rum. Danke für das freie Bier, Enrico. Das kostet ja einfach 9 Euro normalerweise. Ja. Aber du hast es geschafft und es ist kostenlos. Ich hab's gefunden. Du hast geraubt. Schmeckt sie eigentlich nicht? Na endlich. Das ist ein Macher, Alter. Dem ist jede Bakterie egal. Ein Freibier sollte man niemals verwehren. Yeah! Ja, und ich? 99 hoch! Oh, bleibt mein verdammter Wein! Der Enrico hat gerade in ein Bierglas uriniert, währenddessen habe ich eine Flasche. Das ist nicht mein Problem. Ich habe eine Flasche Wein erworben. Die wird jetzt genossen. Ja. Feinster Wein. Ja. Makaderm. Ich komme nach Hause. Alles gut. Ich werde nicht versagen und ich bringe jeden nach Hause. Aber, Alter, das ist denn hier euer verdammter Ernst? Was ist denn hier? 6 Euro, ich will meine 4 Euro zurück. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja ekelhaft, Alter. Was sagst denn du dazu? Echt? Zu was? Das schöne Macadamia, der aus dem Bild. Das ist klassisch schon. Ich bin nicht König. Du befindest dich in einem Flugzeug. Ich hätte gerne ein Wasser. Hier, bitte sehr. Ein Wasser, bitte. Das verstehen nur die Echten. Der neue König. Congratulations, you have accomplished one. Das Geld wurde hier reingeschmettert. Es tut mir leid. Enrico? Ist dir die Wurst hier lang genug? Ich bin jetzt bescheuert. Hier, noch was drauf? Gestern, ich hätte ganz ernst. Das hier ist ein Euterspender. Ich werde abgezogen. Ich will mal was gezogen. Das hier ist schon wirklich verdammt beschämend auf der Wiesn. Aber das hier. Son! Was bekommen Sie? Insgesamt? Nee. Jemals wäre es 15. Dann nehmen Sie von mir 18, bitte. 15? Dankeschön. Und bitte verschmerzen Sie mein Gesicht. Die Gläser. Was ist denn? Darf ich schon? Nee. Also wir haben uns jetzt noch ein Bier bestellt und werden das jetzt trinken. Wir teilen uns ein Maß, weil ich kein Geld mehr habe, weil ich alles verzockt habe. Scheiße, der Blitz! Der Blitz! Der Enrico hat einfach seinen Krug... Hey, pass auf dein Bier auf! Wirklich, der Enrico hat seinen Krug vernichtet! Ich kann nicht mehr! Alter, Statement! Er hat sein halbvolles Maß ausgeleert. Das Maß ist voll bei ihm. Ja. Nee, er hat zum Glück noch was bei ihm reingegossen. Eigentlich. Das stimmt. Jetzt geht das wieder zurück. Ich kann nicht mehr. Ja, wir sind nur noch zu dritt. Wir sind nur zu dritt. Sind die alle saufen gar nicht. Sind die alle saufen gar nicht. Saufen nix. Ruhe in Frieden, Evil Jared. Das ist Narkotik von Liquid und nicht die Bloodhound Gang. Ich brauche jetzt 7 gut aussehende Männer. Hier! Du bist hier! Wo sind die Damen? Bayerische Traditionen! Das eine ist sonst, die haben alle die Mütze. Die Mütze drauf, die haben beide. Jawohl, der ist sauber und ohne Urin. Ja, endlich wirst du mal zum Mann, du Feigling. Wegen ein paar Bakterien ist der Kinder verreckt. Zum Pinkeln! Alter, ja! Das ist ein Macher!
ich hab endlich recht gehabt! Yeah! Die Krüge! Und ich hab noch eins, lieber Junge, noch eins! Alter, kennt ihr? Super, haben wir heute schon mal mit Freibier angestoßen? Ja, yeah, das ist ein Macher, Alter. Einfach Freibier genießen! Alter, das ist doch so frisch und schmackhaft! Das ist richtig frisch! Und kostenlos! Es ist einfach kostenlos! Yeah. Oh nein! Ich schlucke Täter bis jeden Tag. Ey, Alter, wer sich einkackt, weil das irgendwie kontaminiert sein könnte, ist einfach kein Mann. Wir sind immun gegen jede Krankheit, nicht wahr? Alter, Enrico, du hast einmal eine Toilette dabei. Alter. Ich hab noch 1%! Und ich muss mich jetzt verabschieden. Guten Tag. Sorry, es war nie mit Absicht. Es war mit voller Absicht. Und ich würde es wieder tun. Da ist ja die Bade. Junge. Yeah. Junge, die Krüge. Die Krüge gehen einfach in die Wäsche rein. Die Krüge. Die Krüge. Die Krüge. So. Es ist kalt. Wie spät ist es denn? Echt? 10. Zeit, sich abzuschließen. Es ist 10. Ja, 10. Alter, wir sind die Ersten, die zu Hause sind. In der Tat. Ich filme natürlich nicht den Gewölbe. Dankeschön. Und bitte öffnet. Das ist aber schon sehr mächtig. Das ist echt ein schönes Ding, oder? Du bist ein Wunder, du willst mich nicht küssen. Ich habe Dinge in mir, die du nicht haben möchtest. Ja, ich auch. Wir haben etliche Freibier genossen. Freibier? Wir haben dieses Jahr einen Begriff geprägt für die Wiesn, Freibier. Ja. Und das ist nichts, was man machen möchte. Aber ich brauche jetzt dringend Bier. Wird heute der zweite Teil der Verblödung gedreht? Der wurde heute schon gedreht. Alter, nee, der Schänder, glaub mir eins. Was ich hier gerade mache, diese drei Punkte da auf diesem weißen Hintergrund, das ist nichts gegen das, was der Schänder heute hat. Er hat eine Viertelstunde ist rumgelaufen. Ich versuche es zu zitieren. Aber aus voller Kehle. Junge, Viertelstunde. Und ich sag's dir so, wie es ist. Ich will nicht spoilern, aber es hat niemand dem anderen eine Zigarette gegeben. Ja. Lass es 20 Minuten sein. Ja. Ohne Mist. Das, was wir heute erlebt haben, an Elend und jämmerlichem Suff, wunderschön. Ich möchte, dass das nächstes Jahr getoppt wird. Wie soll man das noch toppen? Das kann man. Nein, mir ist krank. Das ist aber auch wirklich ein kolossaler Klops. Das schmeckt aber. Ja, nicht mehr mittlerweile, aber ja. Warum nicht? Naja, denn wie viel das ist das heute? Pass auf, ich gebe dir jetzt mal eine Lebensweisheit. Wenn du anfängst, Biere zu zählen, dann macht doch unser aller Existenz hier überhaupt gar keinen Sinn mehr. Bier wird getrunken, wenn es schmeckt. Und mir schmeckt Bier immer. Ich kann 100 Bier in der Woche trinken, ich kann 1000 Bier in der Woche trinken. Das tue ich auch. Aber ich merke mir Gottverdammt nicht, wie viel Bier ich getrunken habe. Ich viel zu wenig. Ja, Enrico, findest du bitte noch ein paar letzte Worte für heute? Alter, niemand wollte mir jetzt die Kredite geben. Und ich kotze ab, ich raste aus, Drecksgesellschaft, Drecks Oktoberfest. Aber ich find's krass, diesmal ist er länger als eine Nacht geblieben. Also. Und ja, weil ich eine Kippe haben wollte. Niemand kann mir helfen. Ja, du hörst sie. No. 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 Nein. Ich hab den Film. No. Aber ich der gar nicht. Hier, ich kann noch mal kurz. Das ist mein Bier. Ah, das vordere hier, das ist deins. Ach, deswegen ist es noch so voll, weil der Schänder wieder noch nicht so. Was ist denn hier eigentlich so, Basti? Ich habe eigentlich schon mal Zigaretten rausnehmen wollte. Könnte das schon sein, aber ich merke es. No, nein. Vielleicht hat es hier mal unter reingeschmissen. No, nein. Pizza wurde bestellt. Wehe, das ist der Superfahrer, ich hab Hunger. Sind Sie der Superfahrer, wenn die Art verpasst? Null. Nein. Null.
Nummer 1. Null. Finale 0. Dankeschön. Malat 0. Nonen. Na, weil wir sonst nicht genug essen. Junge, die Eulen. Ganz wichtig ist, dass der Mann da erstmal was zu essen bekommt. Hallo, Schnitt. Der ist völlig ausgehungert. Wir sind ja schon wieder angezogen. Ich bin nicht angezogen. Ich will mit dem Mann ein bisschen Arbeit ersparen. Null. Aber hier, die sieht ja nicht gut aus. Wieso? Hat die es nie geschnitten? Alter, warum bist du hier so rot? Weil du nicht säufst. Alter. Und noch eine. Egal, was wir machen. Na. Das ist Salami. Jawohl. Wie kriegen wir die jetzt auseinandergeschnitten? Du könntest dir ein Bier aufmachen. Das. Warum isst denn du nichts? Das sind Fakten, weil du nicht säufst. Rico? Ja, gib mal ein Stück Pizza. Du. Ich weiß, was der gerade wieder sagen wollte. Ja, gib mal. Es ist 13 Uhr, so wie immer. Und die Nächte werden immer schlimmer. Zum Glück ist es die letzte Nacht gewesen jetzt. Und das Elend wird immer graus, aber... Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Das ist mir normal. Morgen. Ich muss scheiden, Alter. Nee, ich muss jetzt zur Hackerbrücke und den Flixbus umbuchen auf früher. Mein Flixbus würde erst um 23 Uhr gehen. Dieses. Diese Nacht war eine der schlimmsten meines Lebens. Nee. Wir hatten den Wanst hier. Ach, den Yoshi? Alter. Hat der geschnarcht? Weißt du, August? Hab ich geschnarcht? Wie die Sau! Geschissen und gefurzt! Ja, das weiß ich schon. Ich weiß nicht, was mit meinem Darm los ist. Das ist wahrscheinlich der Bierschiss. Naja. Das Geile ist, der Mann wurde aus dem anderen Zimmer ausquartiert, weil er schnarcht. Aufs Rücksicht geht er diesem Wunsch natürlich nach. Ja, was macht er? Legt sich bei den anderen zwei rein, obwohl das Büro noch völlig frei war. Nonen! Ich hab nicht dran gedacht. Naja. Ja, anders hier am Leben. Hey, was ist denn hier? Rico. Hier? Guck mal, das guten Morgen. Das ist ja angeblich meine Hose voll gepisst haben. Die ist so gut. Die ist so trocken oder ist sie über Nacht getrocknet? Die wurde auf jeden Fall voll ruiniert, ja, mehrmals. Easy. Vorher hat die Mutter voll ruiniert. Oh. Ja, also die Nacht war wirklich schlimm, aber ist egal, es geht weiter. So hat sich mal wieder aufgerafft. Das Frühstück muss eingeholt werden. Hallo. Huhn. Ein Huhn bitte. Eine ganze? Jawohl. Jawohl, soll ich umsteilen? Brauchen wir nicht, oder? Schreib, du hast dich sehr verändert. Nonen. Alter. Das ist schön, dass die Oma des Gastgebers noch mal vorbeigeschaut hat. Junge, das sieht ja wirklich so aus. Weißt du was, ich schick dir das Bild. Huhn! Ich hab Hunger. Also name. Ja, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach schön. Das ist wirklich ein schöner Moment. Liebe Grüße. An Harry Potter. An Oliver Fleischenbach. Oh ja, das sowieso. Und an Harry Potter. Nonen. Ja, das sieht ja schon viel, viel besser aus hier. Alter. Das werden hier auch Schmuddelfilme gedreht. Na gut, das ist nicht so, wie es aussieht. Ich wollte nur kurz pausieren, um dir mitzuteilen, dass es ein sehr... Noch ein so ein Ding! Dass es ein sehr schöner, professioneller Nass-Trockensauger ist. Ja, den habe ich diesmal leider nicht mitnehmen können. Ja.
Ich finde es gut, dass du nicht mithilfst, sauber zu machen. Ja, ich muss zu schneiden. So sieht es nämlich aus und ich muss filmen. Nochmal sehr viel Liebe an den mageren Gastgeber, der bereits wieder auf Arbeit ist. Ich freue mich aufs nächste Mal. Dann wird er die Wohnung ja leider nicht mehr haben. Der Lauf der Dinge ist manchmal tragisch. Ich hoffe, der Vlog wird irgendwann mal kommen. Nee, ich glaube nicht. Ich habe keine Unterhose an. Zeig. Oh. Verspeisen Sie Arsch. Ich hab wirklich nichts an. Nullen. Ich mal bin gucken, vollständiger Lederhosenballer. Nullen. Mal gucken, ob ich zu deinem Geburtstag komme. 15.11. in Hoyerswerda. Okay. Ich guck. Was geht denn heute noch? Ich ins Bett oder ins Grab? Oder an die Flasche? Ich zähl doch schon wieder. Vinzenz Murr. Ja, Master Ex, was habt ihr davon? Jetzt reicht's wirklich endgültig. Gut, das Video mit der Ansage ist noch gar nicht draußen, aber scheiß drauf. Welche Ansage? Ich habe gestern noch mit dem Gönnerchi gesagt, aus Loyalität, weil die jetzt noch ein Gönnerchi hier trinken und dem Video zeigen, aber ihr schickt ja nichts mehr. Deswegen war es der Letzte. Wir schicken ja gar nichts. Red Bull investiert wenigstens im guten Fußball. Gibt's noch zu lachen? Seit Stunden. Das ist so eine Scheißpsychose. Nillen, rühr mich gar nicht an. Nullen! Enrico! Ja, wir sind irgendwo falsch abgefahren. Wir haben Hunger und mussten mal auf Toilette. Wo sind wir denn jetzt hier? Das ist ein komisches Dorf hier. Zu Bees, Gemeinde Neuensalz. Ja, hier gibt es was Schönes zu essen. Also mit diesem sehr unschönen Eindruck beende ich jetzt mal diesen Vlog. Wir haben leider nichts zu essen oder zu trinken bekommen. Enrico? Das Einzige, was ich bekomme, ist Gänsehaut, Junge. Alter. Das ist wie Krieg. Lebendiges Lost Place. Das ist krank. Ich habe schon irgendwie ein bisschen Bock auf Oktoberfest. Das ist mein Mann. Absoluter Endpsychosen-Maibis. Danke fürs Anschauen der ganzen Oktoberfest-Staffel. Wir müssen jetzt erstmal in Therapie und Erholung und ja. Ich mag nicht mehr. Körnerfutter für Geflügel. Da freut sich auf jeden Fall ein guter Mann. Aber ich verende dieses Video jetzt doch mit einem absoluten